Greetings, are you here for spit? Da! Bam! 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 Broke! Nein, Broke! Wenn man das dann smart macht und dann sich nur Spells ausrüstet, die auch stark sind, dann benutzt die Mimik das auch richtig gut dann. Weil es ja nichts anderes hat. Ehrenbruder Oleg müssen wir noch auf plus 8 machen. Ah, ich habe keine Geister-Talie Stufe 6 und die können wir auch nicht kaufen, richtig? Schade. Müssen wir finden. Oh Gott, wo waren wir denn jetzt? Hier? Nee. Nope. Der Riese verkauft welche. Boah, Bruder, wo war denn nochmal der Riese? Psch, wo war der Riese? Puh. War er hier? Oder da? Ah, nee, warte. Bei diesem Magieschloss war er doch irgendwo. Manchmal erinnert man sich ungefähr, wo es war, wenn man sich daran erinnert, wohin man danach gelaufen ist. Moin! Ah, you've defeated. The General was blighted by Scarlet Rot and driven to madness. There is no parallel to your achievement. Thanks to you. Lady Rani's fate once again stirs, and the path to Nokron has opened. Descend underground, where the fallen star struck. Ah, der sagt uns jetzt quasi da, wo wir gerade hin sind, gibt uns einen Hinweis. Den kostbaren Schatz von Nokron. Oh, was gibt der? Lol, geil, Chat. Einen geilen Talisman hat er auf Tasche, Mimasche. Versenkt den Fähigkeitspunktverbrauch von Talenten. Und der verkauft keine Lilien. Welches Arschloch hat das behauptet im Chat? Egal, das Ding nehme ich mit. Hat sich der Gang trotzdem gelohnt. Gibt's noch einen anderen großen Schatz da oder was? Ich wüsste, wo die Klangperle ist. Jetzt rüsten wir hier erstmal aus. Ehrenbruder. Imitator Asche. Kostet Leben, nicht mal Mana. Das heißt, jeder kann das Ding benutzen. Ist IG safe? Meinst du mit IG Instant Gaming? Ja. Instant Gaming ist super safe. Kriegst auch dein Key sofort. Dafür steht ja Instant Gaming mit seinem Namen. Das heißt, nach dem Bestellvorgang kriegst du instant deinen Key. Sofort. Aha, das spawnt erneut. Lol, wie geil! Wie einfach das Ding. Hey, der lebt noch! Yo, Bro, er hat mich einfach gebufft! Ja, er hielt mich! Ehrenbruder! Ehrenbruder Mimik! Und guck mal, er benutzt die Fähigkeit! Ey, treff halt! Schlag! Er bufft sich. Was bringt das, wenn du nicht vergiftet bist, Bro?
LOL! Also er benutzt die Spells schon gut, aber nicht so mega, mega smart. Ja, das war's schon. Egal. Das ist wahrscheinlich so, um den mal zu testen, den Lachs. Verzeihung? Das finde ich gerade ein bisschen ehrenlos. Damage. Ja, hol mal dein Schwert raus. Bis dahin bist du schon Geschichte. Ja, Chat, wenn man die Mimikasche hat, ist jeder Bossfight, wenn man sich nicht komplett idiotisch anstellt, easy. Ab sofort. Weil man quasi zu zweit gegen den Boss kämpft. Also das Ding ist wirklich gottlos OP. Weiß nicht, ob das gewollt ist von den Spieldesignern. Vielleicht müssen sie das nerven. Danke für die Donation, Ehrenbruder. Zwillingstricks. Ja, es ist schon sehr stark. Also spätestens jetzt ist jeder Main-Boss lecker. Leckermurchen versnackbar. Aber man kriegt ihn halt auch erst, wenn man Radan oder wie der Typ heißt, besiegt hat. Von daher, geschenkt ist das Ding nicht. Und dann auch noch super versteckt. Oh, das leuchtet schon golden. Fingertöterklinge. Große Geistertalilie. War keine Waffe. War das ein Schlüssel? Ist ein Quest-Item. Und für welche Quest? Ah, hier ist es. Versteckter Schatz der ewigen Stadt Nokron. Rani. Rani war die Magierin im Turm. Oder jemand anders. Hey, Mr. Freedom, du bist auch nur im Chat da, um immer irgendwie rumzunerven, oder? Also wirklich, ey. Es macht mega Spaß, hier einfach mal richtig ehrenlos viel Damage auszuteilen. Weil davor wurde ich immer totgefickt von den Bossen und Gegnern. Jetzt fick ich die halt mal tot. Das hat man sich ja auch erarbeitet, den Lachs. Also den Damage kriege ich immer noch von den ganzen Ehrenlosen hier. Ja, das war von mir auch eine ernst gemeinte Frage. Gibt die Quest eine Trophy? Und ist die Waffe trophäenrelevant? Ich gehe mal davon aus. Ja, Zipfel, bannen musst du ihn nicht dafür. So ein Baba-Gebiet. Also schon geiler Scheiß. Oh mein Gott. Mimikasche. Ehrenbruder Hirsch. Gibt's hier noch? Tot, 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 tot. Wie kommst du in das Gebiet, wo ich gerade bin? Du musst Radan getötet haben. Oh, nochmal Himmelstau, um Verzeihung zu bitten. Dann stürzt ein Horntalisman der Klarheit. Dann stürzt... Ey, wir kriegen so viele Talismane gerade rein. Erhöht den Fokus deutlich. Dann stürzt ein Komet
in ein Gebiet rein, und zwar hier. Hier ungefähr. Guck mal, hier ist das Startding. Da. Und hier stürzt der Komet ein und öffnet dann einen zweiten Eingang in diese Untergrundebene. Und da bist du dann quasi eine Ebene höher und findest nochmal neue Bosse und alles. Also wirklich super geil gemacht. Dickes, dickes Shoutout und Kuss geht wieder raus an die Ehrenbrüder von From Software. 1A gemacht. Oh, Chat, wir können auch noch da an dieser einen Stelle gerade weitergehen. Eben das erste Mal Elden Ring durchgespielt, nach 83 Spielstunden. Bestes Game überhaupt. Wir können auch an der einen Stelle weitergehen. Wisst ihr, wo ich meine? Danke für die Donation, Mann. Wirklich so ein Meisterwerk, das Game. Und ich habe noch immer einiges zu entdecken. Bin so fucking hyped. So geil, Mann. Ich bin gespannt, wie viele Parts es dann schlussendlich werden. Wenn der Cutter immer so ungefähr 1-Stunden-Parts macht. Digga, also einfach 80 Parts Elden Ring. Storytechnisch ist das Game eher, naja. Bro, Souls Games haben nie eine krasse Storyline. Die Welt und die Bosse sind die Story. Oh. Hier hätten sie ja wohl ein Item hinpacken können auf Ehre. Wird das ungeschnitten hochgeladen? Mein Cutter schneidet halt so. Klogänge raus. Und den ein oder anderen Falltod tut er auch rausschneiden, Kappa. Der fallende Boss. Also die Hälfte vom Stream. Ah, true. True. Mehr wie die Hälfte sogar. Ja, Chris, ist das bei dir auch so? Zeig mal die Waffe, zeig mal dies, zeig mal das. Aber ich kann es ja verstehen, die Leute wollen halt auch geilen Stuff ausprobieren, so. Sternenbestie schon tot. Weiß ich jetzt nicht, was das war nochmal. So, Nasenbluten kurz gehabt. Befallschaden wieder. Irgendwann hören sie auf zu fragen. Das, ja, den Luxus habe ich wohl nicht. Alles okay, Digga. Ist okay. Ich glaube, man muss auf den Kopf der Statue, ha? Ja, guck. Wieder zu. Kompliziert gedacht. Na, also. Oh mein Gott, das wär's wieder gewesen. Oh Gott, hätte ich gerade dann Lacher kassiert. So, jetzt sind wir. Wo sind wir denn jetzt? Stimmt, dass das Kaiser mit Aimbot in Elden Ring spielt. Nicht nur in Elden Ring benutzt der Aimbot. Das ist ja allgegenwärtig bekannt, ne? Weil dass der legit so gut aimt, Digga, das kommt mir auch gar nicht in die Tüte, Alter. Natürlich Spaß, bevor das jetzt wieder irgendwelche Idioten denken. Aber er aimt so gut, dass man es denken könnte. So, Chat, guck, seht ihr? Hier unten sind die anderen Feuerschalen. Wir sind jetzt einfach eine Ebene höher. Da frage ich mich, ob man sich auch hier irgendwie hinglitschen kann, schon früher.
Irgendwie über die Felsen oder so. Oh, da ist was Großes. Aber nicht mein Schwanz. Ja. Welche Klasse ist das? Den berittenen Kavalier, siehst du doch. Kavallerie, meine ich. Aha, guck mal an. Schlummerndes Ei. Zweimal. Wie die Commander Krieger YouTube-Karriere. Schlummert auch so vor sich hin. Schweine sind. Die machen Blubber! Oh Gott! Das ist doch einfach verarsche. Das gibt's doch einfach nicht. Wieso bist du kein Samurai mehr? Weil mein Shogun hat mich gekündigt. Ich hatte nämlich was mit seiner Frau. Hat er mich rausgeschmissen. Ich weiß jetzt manchmal nicht mehr, ob das dann für das Meme ist die Frage, oder ob das halt manche immer noch ernst meinen. Ah, chillig, chillig, chillig. Oh, die Reichweite. Ich krieg Stiche. Ah, jetzt hielt mich die Rüstung ein bisschen. So tanky, die kleinen Sacknasen. Oh! Große Orakelblase. Dunkelschmiedstein Stufe 5. Ja, Baby? Ja. Was kostet der Bananenhut? Kannst du dir bei der Fingerleserin kaufen. Ich glaube 8k oder so kostet der Lachs. Kannst du die volle Rüstung von ihr kaufen. Oh, die haben wir gebraucht, oder? Stufe 5, Chat? Haben wir eine Geister oder Gräber gebraucht? Geister, ne? Geister ist für die Goldenen. Alter, voll geil, Mann. Let's go. Stufe 6. Oh, nein. Warum zerstört ihr meine Hoffnung, Chat? Wie viele von den Viechern rennen hier bitte schön rum? Warum sind die so tanky? Mit welcher Rechtfertigung? Aber beim Pferd geht's echt klar.
wie tanky die sind. Haben die eigentlich irgendeine Schwäche oder sind die, egal was du benutzt, einfach tanky as fuck? So, und dafür bin ich jetzt hier hingelatscht. Hier muss doch noch was sein. Warum kann ich hier was beschwören? Aha, aha, aha. Aha! Wie bekommt man nur so... Wie kommt man nur an so viel HP und Ausdauer? Bro, irgendwann kriegst du so viele Level-Ups, weil die Gegner halt, ja, sehr viele Runen geben, ne? Und dann hat man halt irgendwann viel Leben und Ausdauer. Ist halt so. Nö. Außerdem habe ich noch einen Talisman an für mehr Ausdauer, ne? Hm. Hau rein, freigeschaltet. Hey, Julius, ja, ja, hast du recht, auf jeden. Danke für die Donation. So, hier haben wir wieder eine kleine Statue. Schauen wir doch nochmal, ob wir hier noch irgendwas finden. Kleinen Krabben lassen wir mal jetzt in Ruhe, die Armen. Tun niemandem was. Also, da wo die kleinen Krabben sind, spawnt doch eigentlich auch immer eine große Krabbe, ne? Und will einen dann den Hintern versaulen. Und hier unten waren wir, glaube ich, schon, ne? Ich erinnere mich, dass wir da hingeritten sind. Ja, da sitzt ist nichts mehr. So, Chat, jetzt nicht wundern. Ich fahre jetzt einmal mit Absicht in den Tod, dass ich bei der Statue neu spawnen kann. Und meine Buffs habe für den Boss, der da liegt. Jetzt geht's ab gegen Radan. Bro, du stehst, glaube ich, auf dem Schlauch. In dem Gebiet hier unten kann man gar nicht sein, wenn man nicht bei Radan war. Hä, warum spawn ich denn jetzt wieder hier? Hä? Warum konnte ich jetzt die Figur nicht benutzen? Ach, ich bin zu weit weg von der Figur gestorben. Toll. Bin sauer. Ach so, du gehst gegen Radan. Ja, dann good luck, Bruder. Ich hoffe, du legst ihn nicht so schnell, dass du die zweite Phase gar nicht siehst. Die ist nämlich anders wild. Deshalb muss ich auch auf jeden Fall mir den Bree nochmal im New Game Plus anschauen. Oder im New Game. Richtig und ziemlich richtig. Tot, tot, tot. Dann halt nochmal. Tot. Wann kommt Radan auf YouTube? Bro, es tut mir so leid. Aber bei dem Boss siehst du leider nicht viel. Weil ich den so aus dem Leben prügel. Hallo, mein Schatz. Was ist denn das? Ui. Ist es von ihr? Ja? Von ihr oder von dir? Okay, danke dir. Tür richtig zu. Auch so eine Frauensache. Türen nicht richtig zumachen. Flaschen nicht richtig zumachen. Kühlschrank offen lassen. Gibt's zu futtern? Spaghetti mit veganer Bolognese. Und tatsächlich diesmal nicht von der Perle Mimerle gekocht, sondern von der Fitnesstrainerin.
Ja, ich esse jetzt nebenbei. Machen wir aber erstmal den Boss hier. Zeig mal. Oh, du weißt doch, wie Spaghetti Bolognese aussieht, oder? Das ist doch ein Boss, oder? Oder ist das ein Händler? Erstmal buffen, Digga. Man weiß ja nie. Zack. Sieht eher wie ein Boss aus, aber. Ah! Aha! Drachensoldat. Oh. Ey, wo ging denn der Hit rein? Ach, Scheiße. Da geht nichts. Lass mich halt wieder nicht aufladen, den Lachs. Komm. Ja. Und noch einen. Yes. Komm, gönn richtig Seelen. Gönn richtig Asche. Ach, 19.000. Oh, geil. Imagine, ich hätte den besseren Talisman für noch mehr Waffentalentschaden. Glaubst du, 10-15% mehr Schaden macht da halt wirklich dann nochmal so viel aus? Du machst halt statt 2000 direkt 2200. Krass, Chat, wie riesig das Gebiet ist. Es ist verrückt und geil. Was sagt ihr dazu? Oh, hier ist ein Bonfire. Was sagt ihr dazu, Chat? Ich finde es faszinierend, wie geil die das gemacht haben mit dem Gebiet. Dass man da erst reinkommt, wenn der Komet einkracht. Wie groß das ist, wie verzwickt und verwinkelt. Was für kranken Scheiß da gibt. Absolut geil. Ziehen wir aber wieder unsere sexy Kelmir-Rüstung an. Ah, Fat Roll, Digga, wegen der Falle. Fackel. Du bekommst gleich noch eine Beule in der Hose, versprochen. Ja, hier muss schon noch irgendwas sein, ne? Sonst wird es hier nicht hingehen. Kann man nicht backstabben, ne? Weil die als Mini-Bosse zählen, die Schweine. Ja. Kann er da runterfallen? Das sah ein bisschen so aus gerade. Alter. 3K gibt der. Nein. Nimm einen Filter, das Ding auf.
so crazy stark, die Viecher. Ich habe mich auch aber nicht gebufft, ne? Ich habe nämlich, Chat, viele Stats in Glauben, die ich nicht unbedingt brauche. Deshalb, mein Bild ist halt auch so ein bisschen drauf gedacht. Aha, aha. Dass ich halt mich buffe, ne? Mit meinem goldenen Schwur, weil ich dann tankiger bin und mehr Damage mache. Sonst hätte ich mehr Punkte in Geschicklichkeit verteilen müssen. Muss aufpassen, wenn ich meinen G1G-Pulli dreckig mache, killt mich meine Freundin. Auch eine meiner Lieblingspullis. Wie viele Trophäen ich habe? Ich habe erst 27%. Weshalb? Ich glaube halt, die Goldtrophäen tun immer als viel Fortschritt zählen. Hast du dir heute ein Display gegönnt? Dann gerne nochmal Feedback geben, wenn der Lachs da ist, ob du zufrieden bist. Na, das kenne ich alles, Bruder. Das kenne ich auch, aber der kommt so ehrenlos schnell und weit. Wir haben Bonfire, ne? Buffen, ich muss mich buffen. Krass, wie gefährlich die bleiben. Gibt es überhaupt Bugs in dem Spiel? Hatten wir irgendeinen Bug mal, Chat? Irgendeinen Game-Breaking-Bug oder so? Oh. Hatte ich, glaube ich, gar nicht. Aha. Cheating! Piss dich. Mann! Kamera wieder Endgegner. Der fuckt so ab. Meine Fresse, noch eins. 3000. Eigentlich echt verarsche, oder? Chat, 3000 für den. Aber seht ihr, wie viel mehr Damage ich mache, wenn ich mich buffe? Ich glaube, der gibt auch so 20-30% Angriff. Mega krasser Spell. Goldener Schwur in meinen Augen. Weil er sowohl Angriff und Verteidigung spawnt, buffed. Heilung der Ordnung. Oh, goldene Rundestufe 13. Wie bekommt man den Spell? Leider weiß ich das auch nicht mehr.
Den habe ich einfach irgendwann gefunden. Vielleicht weiß das einer im Chat. Bin gespannt, was hier noch kommt, weil jemand im Chat meinte, ich werde einen harten bekommen. YouTube weiß es. Es gibt schon gute Guides, aber wahrscheinlich eher auf Englisch, nehme ich mal an. Für den Schmiedstein Stufe 4 locken sie einen hier hinter dem Wasserfall in die Todesfalle. Die Schweine. Hä? Ja, moin, mit dem kann man reden. Der sah aus für mich wie eine Leiche fast. Heute noch. Innere Ordnung. Chat? Gibt's bei dem Bre irgendwas? Außer Schweigen? Braucht man irgendein Talent nach oben oder so? Ghost, bleib einfach dran, Bro. Du kommst noch rein und irgendwann wirst du auch stark sein. Ah, noch ein Bossraum. Wie geil. Ein Zipper. Noch ein Zipper. Waffen Deluxe. Noch ein Boss, Digga, wie geil. Zeig mal her. Oh, nee, Alter. Obwohl, die Angriffsmuster von den Viechern kenne ich in- und auswendig. Tot. Also Chat, gibt's bei dem Bre was anderes außer Schweigen? Kann man den umklopfen für ein Item oder so? Ist eine Questline, hast du aber nicht. Und wie startet man den Lachs? Super, super, super. Bro, das Gift! Ja, ganz toll. Spaßpaket wieder abonniert. In der Tafelrunde mit einem NPC reden. Geht es auch noch nach dem Bossfight, Chat? Einer schreibt Yo, einer schreibt Nee.
Oh, das Gift tötet mich noch fast. Jeez. Gargoyles da. Oh, okay. Gibt's jetzt hier noch irgendwas, Chat, oder war das das ganze Gebiet? Haben wir Seelen bekommen? Hey, wir haben wieder so viele verloren, ne? Der Sarg. Gibt's doch in irgendeinem Souls-Spiel auch Chat, im Einser- oder Zweier? Dass man in so einem Sarg klettert. So einen geheimen Bossraum. Jetzt einfach tot, Level 1. Einfach zurückgesetzt. Interessante Reise. Interessante Fortbewegung. Reisen mal anders. Okay, das Gebiet kenne ich tatsächlich, glaube auch noch nicht, Chat. Aber im anderen Gebiet sind wir fertig, ne? Kiki, danke für deinen Host, Mann. Grüße. Guten Abend an deine Community. Die Szene mit Bananenhut und ich wäre verreckt. Hä? Wo sind wir jetzt? Da, fuck. Ich dachte, wir sind jetzt hier. Oh mein Gott, wie riesig ist das Spiel. Chat, wir werden nie fertig. Wir werden nie fertig. Danke, Kiki. Schönen Abend an deine Community. Wir zocken noch ehrenlos Elden Ring rein. Das Game ist größer als meine Zukunft. Ich werde einfach nie fertig. Ist doch wieder so ein Baumgegner, ne? Also von dem Gebiet habe ich auch noch nie was gesehen, Chat, und gehört. Ultra sick. Bin gerade so fucking gehypt. Und ich bin froh, dass ich in dem Schneegebiet nicht weitermachen muss, weil da die Gegner so geisteskrank stark sind. Ach so, der ist nicht mal ein Miniboss. Sondern der tut ja einfach als normaler Gegner rumlatschen. Oh Gott, kriegt der keinen Damage rein. Ich vergesse immer, dass meine normalen Schläge auch wirklich reinklopfen in die Olga. 12k. Stab des Avatars. Aha. Zeig mal her den Aal. Sieht aus wie so eine Waffe von... Oh, Stärke 34. Sieht aus wie so eine Waffe von einem Pharao, ne? Geil. Baba Waffe, Mann. Junge, Junge, damit habe ich noch nie jemand rumlaufen sehen. Weiß jemand im Chat, ob die was taugt, wenn man die aufwertet? Macht auch heilig Schaden, der Lachs. Ah, dieser Sprung, den die Viecher immer machen, mit dieser Schockwelle. Das kann das Teil als aktive Waffenfähigkeit.
Dies ist die stärkste aller Bodenschlagtalente. Och nö. Die müssen voller feueranfällig sein. Der hat ein Schild! Ein Schildkopf! Yo. Also mir hat niemand gesagt, dass wir gegen Kampfameisen ran müssen. Oh Gott, machen die alle einen Damage. Oh, erstmal Mana heilen, gar keinen Bock. Hier, nimm! Ja, moin, habe ich sein Schild getroffen oder warum hat er keinen Damage bekommen? Ah ja, okay, man muss an seinen Köpfen vorbei. Ey, Bro, was ist das hier für ein abgespacedes Gebiet, Alter? Woo, shit! Sagt Bescheid, wenn ich irgendwas misse. Hier geht's doch rüber über die Äste, oder? Ich kann auch mein Pferd rufen. Oh, diese Scheiße! Ah, hier ist auch Ende, oder? PPW, ich befinde mich im Late Game, würde ich sagen. Nicht im allerletzten Late Game Gebiet. Ich glaube, das ist das Schneegebiet, oder Chat? Aber in einem der Late Game Gebiete. Siehst ja, die Gegner teilen gut Damage aus. Lol, wie geil! Junge, was ist das denn, Bruder? Wo sind wir? Ich habe das Gebiet auch noch nie gesehen. Lol. So viel zu entdecken. Erstmal da rein. Hier kommen wir, glaube ich, her. Ach, hier oben ist noch ein Item. Erstmal meinen Stream geschaut. Blutwaffen-Abuser schaue ich nicht so gerne, Chris. Ja. Nee, habe ich echt noch nie gesehen, das Gebiet. Oh nein, die Viecher gibt es auch noch in Fliegen. Kannst du das mit den Gesten ausschalten in den Einstellungen? Das da? Bewegungssensorenfunktion? Das geht doch irgendwie auch beim Bogenschießen, ne? Nie benutzt. Okay. Hätte ich mal früher ausschalten sollen. Lul. Danke dir. Soll man von da oben reinspringen, Chat? Nee, oder? Bro, wo bin ich, Alter? Das ist gerade wirklich ein absolut Gebiet-Chat, wo ich noch nicht ein bisschen was von gesehen habe. Ich habe keinen Plan, was mich hier erwartet. Aha, da ist ein Bonfire. Schau mal einen an. Wir brauchen unbedingt eine Geisterlilie Stufe 6, dass wir unsere Mimik upgraden können. Was meinst du, Asche der schwarzen Königin? Das ist mein Schwert, Bro. Das ist irgendein Baba-Item. Das leuchtet golden. Da kommen wir nicht hoch. Und von dem Ast auch nicht. Das ist nur, um zu zeigen, da gibt es ein Item. Und der Ast ist hier, falls man da oben rausgeht.
Bei EA hat das Game 500 Euro gekostet. Und noch eine Niere. Mann! Wir sind auch einfach eklig. Yo! Yo! Super, Digga. Daneben, du Hund. Ja! Die sind zwar nicht so stark, aber dafür viele. Und die haben halt irgendwie scary Angriffsmuster. Gott sei Dank hier Flaschen bekommen. Bonfire, please. Oh Gott, oh Gott. Ist gleich bestimmt random so ein Bossraum oder so. Das Wasser sieht ja shit aus. Ach du Kacke. Bro, das können sie doch nicht machen, wenn man da hinreiten kann. Ach du Scheiße. Och nee, nicht die Dinger, Alter. Bienenkönigin incoming. Oh nein. Da brauchst du Magie. Hey, wie korrekt, die laufen da weg. Schnapp! Runen! Bogen! Magic! Guck dir das an. Oh mein Gott, die sind so verfolgend. Boah, die geben alle 600. Junge, Junge, ich werde hier so rich. Rich, rich auf die 1. Gleich tot. Chill in der Karibik. Final Fantasy Vibes. Oh! Komm auf den Instant Gaming Link. Ausrufezeichen IG. Oder unterm Stream, Bruder. Wenn du darüber dir Elden Ring gönnen möchtest oder so, würde ich mich sehr freuen. Ah, Tod! Und da ist der Runenbogen Geschichte. Ich glaube, bei den Viechern muss man den Ding Talisman anlegen, ha? Muss man das nochmal durchlesen. Was war nochmal hier gegen Fluch?
Lebenskraft. Na, da habe ich natürlich den geringsten Wert. Das ist so scheiße, Digga. Gibt's überhaupt irgendein Ding, der einen, der die, ja, Lebenskraft erhöht? Habe ich, glaube, noch nichts von gesehen oder gehört. Scheiße. Runen! Bogen! Magic! Alter, Legend, Bruder! Dein Sub-Emote sieht so crazy aus, 4,5 Jahre. Fuß geht raus. Gibt einen, okay, da habe ich noch nicht gefunden. Schade. Den könnte ich jetzt richtig gut gebrauchen, Bruder. Richtig gut. Oh Gott, wie weit ich laufen muss. Gibt's hier noch irgendwas? Welche Klasse ich genommen habe? Samurai. Aber wenn ich das Spiel nochmal starten würde, würde ich Bekenner benutzen. Bekenner. Und dann direkt richtig früh die Großritter-Hellebarde mir gönnen. Hier sind wir hergekommen, richtig? Kriegsasche, goldenes Land. Eine heilige Kriegsasche. Am Rand ist ein Händler mit Gnade. Nochmal die Frage, Chat. Dieser eine Händler, mit dem wir da nicht wirklich interagieren konnten, der so stumm war. Können wir dem seine Quest jetzt noch weitermachen? Oder weil wir die Gargoyles besiegt haben, geht es nicht mehr? Oh, reicht das? Nee, das reicht nicht. Außerdem bringt es nichts. Zum Nasenbluten. Gleich falle ich in den Tod. Ich freue mich schon drauf. Beste Klasse für Anfänger. Ich glaube, die erste Klasse heißt Krieger oder so. Hat auch starke Rüstung. Viel Leben, Ausdauer für den Anfang. Oder halt Samurai. Weil Samurai hat auch noch zusätzlich Swag Points. Können diese Drecksviecher eigentlich unsere Beschwörung auch vergiften? Geh rein in die Höhle, gibt dicke Runen. Oh, scheiße, scheiße. Mach ich erstmal den hier. Ehrenbruder, Mimik teilt richtig aus. Haha. Der Bray lässt sich nichts gefallen. Hier, Bruder, gönn dir. Nochmal? Gerne. Guten Abend zusammen. Schönen Abend wünsche ich dir auch. Ah, Stufe 4, Chat. Warum gönn dir nicht? Stufe 6. Okay, jetzt müssen wir da unsere Runen wiederholen. 7000 haben die ganzen Drecksviecher nur gegeben. Das ist ja gar nichts. Unser Mimik-Train ist weg. No. Tod!
Pepe lauf, Pepe lauf. Oh, geil, eine Karte. Let's go. Wo sind denn die Runen? Guck mal, wie garstig. Die rennen einen so hinterher, die Drecksviecher. Was sind die hässlich. Und Tanky auch noch. Das gibt es doch nicht. Mann, du. Hier wäre der Talisman so big. Ey, Stufe 5, Chat, jetzt reicht's. Drück doch mal die Daumen jetzt. Stufe 6 und die Mimikträne knallt. Weil die ganzen anderen Stufen habe ich, glaube ich. Geist 1, 2, 3, 4, 5. Ah ja, moin. Am Arsch, Alter. Ich habe 6, 7 und 8 nicht. Ach, scheiß drauf. Bro, wo sind wir hier, Mann? Boah, die geben so viele Runen. Dafür, dass sie halt eigentlich richtig weak sind, ne? Stimmt, hast recht. Kriegsasche, Vakuumschnitt. LOL. Oh, nee. Na, komm her. Wenn du mich willst, musst du herkommen. Heftiges Gebiet, Mann. Ah ja, die Karte mal angucken, ha? Krass. Krass, krass, krass. Noch nie auch hier jemand rumstiefeln sehen. Gut, dass ich bei Chris vorher nicht reingeschaut habe. Jetzt habe ich einfach zwei Gebiete, die ich noch nie gesehen habe, bereist. Wie fucking nice. Hey, ist alles voll mit diesen Fröschen. Das kann doch gar nicht wahr sein. Reicht mir jetzt hier aber. Oder muss so laufen. Die sind so lächerlich tanky. Wie kann ein Frosch so viel aushalten? Hier muss auch irgendwo mal ein Bonfire sein, oder? Tot, 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 tot. Ey, hier wäre Magie so big, ne? Hallo, meine Kopflosen. Hä? Digga, schau dir das an. Die lassen dich nicht in Ruhe. Die Hunde. Und das tut sich auch so langsam abbauen. Ich habe leider den Spell auch nicht dafür. Es gibt, glaube ich, einen Wunder, dass das wieder reduziert. Die sind hartnäckig. Ah, der Schlag ging wieder, keine Ahnung wohin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da mach ich den Pepe-Run auf dem Axt. Passt. Hey, die verfolgen mich sogar hier. Tot, 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 tot. Ah, geben gut Runen. Schreit, wenn ihr eine Geisterlilie seht.
Brauche unbedingt noch Stufe 6 eine. Tot! Das war's fast komplett. Wichtig! Und ziemlich richtig. Level uppen. Aber flotti Karotti. Dank dir, Elotrix, für deinen Platin-Run. Demon's Souls, so schön. Freut mich, dass er dir gefallen hat, Mann. Ich hoffe, du hast schon komplett nachgespielt. Wenn nicht, dann noch viel Spaß dabei. Chat, falls ihr es nicht mitbekommen habt, heute kam der finale Part vom Demon's Souls Platin-Run. Part 16. Es sind einfach nur 16 Parts geworden. So habe ich das Game durchgejagt und geprügelt. Oh, wen haben wir denn hier? So, ich dachte, das ist ein Miniboss. Da haben sie sich ja wieder einen abgelacht. Goldene Rune. Stufe 1. In so einem Haigebiet. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Dafür, dass die Tools sind. Nehme ich jederzeit mit. Promo-Chat, wo sind wir? Send help. Stab des Todesprinzen. Zauberstab, maybe? Tatsächlich, noch ein Zauberstab. Verstärkt Todeszauberei. Geheime Wand? Ne. Aber ein Item. Hup. Oh, diese scheiß Aderblätter fucken ab. Schatzi, wir haben ja noch ein Wasser. Stufe 5. Bam. Was sagst du? Warum denn? Wieso? Ja, geh in die Wanne, Schatz, wenn dir kalt ist. Oi, lol, hier ist einfach so eine Dördel. Dördel. Aber man hört sie auch die ganze Zeit bimmeln. Dördel. 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 Kommt hier noch ein Boss oder so, Chat? Bestimmt, oder? Wie groß ist denn das Gebiet eigentlich? Ja, hier gibt's... Kommen wir hierher? Blick nicht mehr, wo wir waren und wo nicht. Welches Gebiet ist das? Ich habe keine Ahnung, Bro. Oh, ich fall da einfach nochmal rein. Wie kann man so ein Idiot sein?
Sehr geiler Boss, okay. Da bin ich mal gespannt, Bubbele.